Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier bei Eifel Let's Plays. Ja, wir machen hier weiter. Wir haben ja Ewigkeiten nicht mehr Let's Played, aber es lag an der Flut. Ja, ich versuch's nochmal mit Final Fantasy XIV. Diesmal werden wir einen Weißmagier spielen. Aber ist was für eine Rasse? Gute Frage, was spielen wir da? Warum nicht Rodger? Ne? Ist eigentlich auch egal. Rodger. Komm, wir nehmen Rodger. Dann stellen wir uns mal so ein. Ich werde mich als Magier versuchen, also als Heiler besser gesagt. Und zwar Willenskraft haben die alle. 23, okay. Dann nehmen wir mal die. Körpergröße. Ja, wir sind ein großer, eigentlich starker, aber wir haben uns der Magie gewidmet. So als Schamane sozusagen. Ja, ich denke, wir spielen sowas gefühlt wie ein Schamane, auch wenn wir natürlich einen Weißmagier spielen. Ja, schwarzes Fell. Das ist das. Okay, das kann weiß bleiben. Falls schwarz passt. Die Schwanzform, ja, die kann mehr wie so ein. Ja, die kann so bleiben, die ist ganz gut. Die Länge. Kommt nicht immer auf die Länge an, aber wir spielen einen Löwen, deswegen ist da eh der Schweif gemeint. Ja, der sieht besser aus in dem Fall. Das Gesicht. Bitte ohne Horn, ich mag diese Hörner nicht. Ja, ich bin ein Emu. Ha, Mr. Schnurri. What the? Nein, wir bleiben. Ich erinnere sich doch eigentlich nur. Die Frisur. Der hat gar keine Frisur. Okay. Dann bleiben wir so. Dann sollen wir so bleiben. Bleiben wir mal so. Ja, wie gesagt, ach, und übrigens kommt jeden Tag eine Folge. Kevin kann als nächstes Jahr wahrscheinlich wieder anfangen mit Let's Playen, weil die Flut hat uns alles, hat uns beiden alles zerstört. Nur ich habe eine Wohnung gefunden und der baut sein Haus wieder auf. Und ja, die Tonqualität ist bei mir am Anfang noch nicht gut. Das bitte ich zu entschuldigen, aber. Ja, ein neues Mikro werde ich mir dann erst in ein paar Wochen holen. Ein ordentliches. Bis dahin muss das hier leider ausreichen, aber ist halt so. Oh, ich sehe da keinen Unterschied. Da sehe ich allerdings Unterschiede. Länge des Fangzahns. Ach komm. Oder? So kleine Vampirfangzähne können wir schon haben. Machen wir alles weg und dann schauen wir mal. Eine größere Ohren ist okay. Eine Narbe. Ja, den Bart machen wir. Kann man auch den nehmen. Und auch das kann man nehmen. Ach komm, wir bleiben bei allem. Brauche ich nicht, aber das kann man behalten. Merkmale. Ah, was nehmen wir denn für Merkmale? Aber in einer anderen Farbe bitte. Bleiben wir bei Schwarz. Und dann die Stimme. Brrrr!
Okay, dann nehmen wir die Stimme, die passt schon. Okay. Nein, brauchen wir nicht speichern. Wir nehmen den Januar, Februar, März, April, Mai, Juli und dann nehmen wir mal 25. Juli. Machen wir mal 25.7. Das ist der vierte Lichtmond. Machen wir. Dann nehmen wir Weltmeere, nee. Handwerker, Zerstörung, Schicksal, Weisheit. Komm, wir bleiben nach Hamburg. Dem ist ja eigentlich auch egal. Hat ja keinerlei Auswirkung. Nee, wir möchten Druide spielen. Wir wollen ja Heiler sein. Druiden nutzen eine animistische Form der Magie, um die elementaren Urkräfte der Natur zu manipulieren und daraus Zauber zu weben. Sie kommunizieren mit den Geistern und kanalisieren mit ihren Stäben den Äther, der alles umgibt, um ihnen die gewünschten Zauber zu transformieren. Druiden verstehen es, meisterhaft ermattete Körper zu stärken und die Regeneration zu beschleunigen. Ja, den nehmen wir. Ich werde alles vorlesen, ich werde aber nicht alle Quests machen. Also ja, jede Hauptstory-Quest und jede Klassen-Quest ist klar. Aber Nebenquests werden wir wahrscheinlich so gut es geht auslassen. Jeden Dungeon werden wir natürlich machen. Die sind ja meistens auch mit der Story verbunden. Also müssen wir die auch machen. Ja. Ich möchte Welt ändern. Leid. Ah, wir können gar nicht auf. Also haben wir denn hier eine, wo wir mehr EP bekommen? Ich bin eigentlich auf Odin, aber gut, ist nicht so weiter wichtig. Ich schaue nur gerade, ob es hier irgendwo. Aber es gibt keine Quest, wo es mehr EP gibt, ne? Dann nehmen wir keinen Server mehr. Dann nehmen wir doch mal Shiva, oder? Ne, Twintania. Komm, wir nehmen Twintania. Ist ja eigentlich auch egal. Wir nennen uns mal Derusa. Eiskind. Nein, wie nennen wir uns denn mit Nachnamen? Derusa. Der Rusa. Eiskind. Nein. Eiswind. Komm, wir nennen das einfach der Rusa. Eiswind ist okay. Ja. Ja, bitte. Gut. Dann kannst du losgehen. Hat ja nur 8 Minuten gedauert mit der Charakterstellung. Und wir sind auf einer Warteliste, natürlich. Na, man kann auf jedem Server 8 Chars haben, ist gut. Ich habe halt 3 auf. Oder kann man nur 3 auf Odin auf einem Server haben? Ist aber auch egal, wo wir spielen. Wir können ja theoretisch mit jedem spielen. Hier, Veteranenbelohnungsrang sind wir bei 4. Bislang abonnierte Spieltage 390. Unser Abo läuft auch noch ein bisschen. Und wenn das nicht schon würde, würde ich es halt erweitern. Ich hatte ein Jahr Pause gehabt mit dem Spiel. Hör hin,
Denk nach. Hey, hey. Alles in Ordnung, Sohn? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man es nicht mit ansehen kann. Kommst du mit dem Äther hier nicht zurecht, hm? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Geht's dir wieder besser, Kubo? Oh, du kannst uns sehen. Ich wusste es, wie schön. Wir sind Mokris und wir leben im Wald. Normale Leute können uns nur sehen und hören, wenn wir es wollen, Kubo. Das bedeutet, du bist jemand Besonderes. Weißt du vielleicht sogar schon Bescheid? Der Wald ist in Ruhe, Kubo. Hast du von den seltsamen Dingen gehört, die hier passieren? Nein, habe ich nicht. Na dann, mach dir keine Gedanken, Kubo. Sei einfach vorsichtig. Wir müssen weiter. Bis bald. Ist noch ein gutes Stück bis Credania. Plaudern wir noch ein bisschen, wo du schon wach bist. Die da haben nämlich nicht so viel für Gespräche übrig, wie es scheint. Premont ist der Name, Händler. Freut mich über alle Maßen. Und du bist wohl ein Abenteurer, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Voll ins Schwarze, wusste ich's doch. Der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, versteht sich. Ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen in Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuern gekommen, wenn ich fragen darf? Um Ehre zu erringen, um Macht zu erlangen oder um ein Vermögen aufzubauen? Nee, um Ehre zu erringen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, du bist hier goldrichtig, Freund. Hier gibt es genug Aufgaben zu erfüllen, um dir einen richtigen Chlorienschein zu verdienen. Wenn du ankommst, solltest du gleich in der Abenteuergilde vorbeischauen. Die zeigen dir, wo es in Credania lang geht, um den direkten Weg zum Heldentum auch. Aber merkt dir eins, es gibt Wichtigeres als Gilde und Ehre. Klar, nichts ist umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Halt, anhalten! Hörst du das, wenn man davon spricht? Vorsicht! Uah. Was ist denn los? Ein Gefecht mit den Ixal. Wir haben die Lage unter Kontrolle, aber fürs Erste ist die Durchfahrt gesperrt. Wir
verflucht. Wir halten sie auf. Versucht mit der Kutsche durchzubrechen. Fahrt! Das war aber näher, als mir lieb ist. Nett von den X-Hell, dich willkommen zu heißen, oder? Scherz beiseite. Das wird nicht dein letztes Treffen mit dem Fiederfee gewesen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bist du eigentlich zum ersten Mal in Credania? Nein. Aber was frage ich denn da? Abenteurer sind schließlich weitgereiste Leute. Womöglich weißt du sogar besser als ich über die Stadt Bescheid. Korrigiere mich einfach, wenn ich falsch liege. Credania ist eine Waldstadt mitten im Finsterwald. Oder auch Wald der Einkehr, wie ihn die Bewohner nennen. Eher finster als Einkehr, würde ich sagen. Alles voller wilder Viecher, die dir an den Kragen wollen. Vor allem die X-Hall. Als ob die Katastrophe vor ein paar Jahren nicht schon genug angerichtet hätte, machten sie den Credaniern seither das Leben schwer. Ah, endlich. Hier ist die Waldstadt Credania. Behütet von den Gebietern, gesegnet mit den Schätzen der Natur und mannigfachem Ungetier. Der Finsterwald, das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Credania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe abzuwenden. Auch hier wurden unzählige ihrer Hoffnung beraubt. Doch nun erscheint jemand Besonderes, noch nichts von seinem Schicksal ahnend. Hier beginnt dein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Freund. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Hier, das gebe ich dir dafür, dass du vorhin meinen Hintern gerettet hast. Aber ich habe da nichts gemacht. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten, aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du ein großer Held wirst und ich denn allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Na, von mir aus. Welch außergewöhnliche Rolle wird er in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge sein Abenteuer beginnen in der gesegneten Waldstadt Credania. Final Fantasy 14. Es wird ein sehr langes Let's Play, Leute. Ich hoffe, ich komme als Druide zurecht. Ich habe den mal gespielt, aber ist schon länger her. Aber so finden wir auch schneller Dungeons und so weiter. Der Level wird ein bisschen zäher, aber es wird schon reichen. Sorry. Du da. Ja, du. Dein Gesicht ist mir nicht bekannt. Hä? Nein, dich kenne ich nicht. Du bist ein Abenteurer, hm? Nun denn? Als Wache des Klageregiments muss ich
jeden in Augenschein nehmen, der in die Stadt will. Das gilt auch für dich. Los, steh nicht herum wie angewurzelt. Ist ja gut, Chef. Willkommen, bla 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 bla. Ich brauche keine Einführung, danke. Ich weiß, wie man spielt. Ich muss erstmal ein paar Sachen. Layout. Machen wir dazu. Oder machen wir dazu. Machen wir dazu. So, und bitte einblenden. Kommando 3, ja, hätten wir bitte gerne. Das Kommando 4 hätte ich auch ganz gerne. Schade, dass ich die nicht alle zusammen. Ich kann es wahrscheinlich schon, weiß noch nicht wie. Dann den Fortschrittsbalken, der kann da bleiben. Kommandomenü 5 nehme ich noch. Der dann bitte aber so. Und das dann so bitte. So ist in Ordnung. Die Sachen können so bleiben. Erstmal den Rest, den werde ich dann anpassen, wenn es soweit ist. Gut, die Sachen sind alle nicht so, wie ich sie haben will. Dann gehen wir noch auf Systemkonfiguration. Okay, brauche ich sowieso nicht. Das kann ich da hinpacken. Das kann dahin. Das kann dahin. Ja, die Grafikeinstellungen brauche ich jetzt auch nicht. Das könnten wir mal höher machen. Für euch. So. Ich hoffe, das ist besser jetzt. War wahrscheinlich sowieso schon gut genug, weil ich es angepasst hatte. Ich will eigentlich auf. Wo war das? War das hier? Nein. Anzeigen. War das hier? Nein. Hier war es auch nicht, Grafik auch nicht, Maus nicht, Gamepad nicht, Farb anderes. Das war hier aber auch nicht. Das können wir eigentlich auf 30 Minuten machen. Okay. Irgendwo muss das ja gewesen sein. Charakterkonfiguration, genau. Ja. Alten Gegenstände. Nein, das nicht, das mag ich nicht. Das Husten im Hintergrund bitte. Ich hoffe, das kriege ich raus, aber schauen wir mal. So, das muss jetzt erstmal alles gewesen sein, genau. Hier, das haben wir an, ja. Das haben wir an. Habe ich da nicht schon was Besseres oder kommt das jetzt per Post? Kann auch sein, dass es per Post kommt. Ja, ich müsste nämlich noch Ohrringe haben, die bis Level 80 gehen und 30% Bonus geben. Gibt das nochmal einen EP-Bonus? Nee, ne? Nee. Okay. Lassen wir das mal. Ach, warte. Das ist eine Sache fehlt noch. Sorry, dass ich das jetzt gerade hier mache, aber ist halt leider. Werde ich dann auch in Ruhe machen, wenn ich dann. Da Kommandos 1, 2, 3, 4 ist okay. 5 ist nicht okay. Ja, ja, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Ein Aus brauche ich auch nicht.
Glaube ich auch nicht. So, so. Glaube ich nicht. Und was machen wir da? Machen wir da schon STRG 1? Ja. Okay. Und die Quest muss man dann annehmen. Hat das Schicksal also wieder in Grünschnabel unseren Waldstadt geführt, ja? Du bist wohl auf Abenteuer aus. Dann pass mal gut auf, bevor du jedem zweiten Bewohner unserer Stadt ein Loch in den Bauch fragst, empfehle ich dir erstmal die riesige Abenteuergilde im Jürs Hexenstübchen aufzusuchen. Ich rede von dem Gebäude da vorn. Drin sprichst du einfach mit Mione. Die leitet nämlich den Laden, wie der Name vermuten lässt. Wir können nicht einfach jeden Fremden ungesehen in unserer Stadt lassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Begib dich nur bitte zur Gilde und lass dich registrieren, ja? Alles klar. Ach komm, nervt mich nicht. Kann ich Tutorial-Text ausstellen? Ich kann sie ja nachlesen, wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich bin noch am überlegen, ob ich 3 Folgen die Woche eine Stunde mache oder 7 Folgen die Woche 20 Minuten. Oder maximal 30. Mal schauen. Ah, wen haben wir denn hier? Jemand mit aufgeschlossenem Herzen, in dem viele Fragen brennen. Du möchtest dich als Abenteurer registrieren lassen, habe ich recht? Erst einmal herzlich willkommen in Kredania. Ich bin Mion und das Hexenstübchen ist mein Reich. Denk nicht, dass hier sei eine gewöhnliche Gaststätte. Du befindest dich in der Abenteuergilde, der ersten Anlaufstelle für jeden, der auf kleinere und größere Heldentaten aus ist. Was auch immer dich nach Kredania geführt hat, ich kann dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Umgekehrt erwarte ich von dir, dass du dich in Kredania nützlich machst und den notleidenden Bevölkerung unter die Arme greifst. Auf den ersten Blick erscheint Kredania ruhig und friedlich, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Im Wald der Einkehr, der uns einst vor allem Übel schützte, treiben bestialische Exilen und hinterhältige Räuberbanden ihr Unwesen. Im Nordosten lauern die Truppen des Galeischen Kaiserreichs und die Wunden der Katastrophe sind noch lange nicht verheilt. Damit meine ich die Verwüstung vor 5 Jahren, als der verruchte Drache aus dem künstlichen Mond Dalamut hervorbrach und sein Feuer auf Eosea herabregnen ließ. Das war ein Inferno, sage ich dir. Trotzdem sind unsere Erinnerungen an dieses schicksalhafte Ereignis merkwürdig verschwommen, als würde es eine Ewigkeit zurückliegen. Obwohl wir alle hautnah betroffen waren, kann niemand den Ablauf genau rekonstruieren. Woran das liegt, kann ich nur vermuten, aber womöglich ist es eine Art Trauma. In einem Punkt sind sich jedoch alle Augenzeugen einig. Eosea wurde damals von einigen mutigen Abenteurern gerettet, ohne deren Opfermut niemand überlebt hätte. Ihnen gebührt unser ewiger Dank, doch wenn wir ihren Namen in unsere Gebete einschließen wollen, bleiben unsere Lippen stumm. Wenn wir uns ihr Gesichter ins Gedächtnis rufen wollen, sehen wir nur dunkle Silhouetten, die von grellem Licht umgeben sind. Aufgrund dieses Phänomens nennen wir diese Abenteurer einfach nur die Krieger des Lichts. Von dir, mein Lieber, erwartet niemand, dass du gleich den Kriegern des Lichts den Rang abläufst.
Aber auch du kannst in Kredania viel Gutes bewirken. Jede Hilfe ist willkommen. Also, kann ich auf dich zählen? Ajo. Dann müssen wir nur noch die Registrierung erledigen. Hier ist eine Feder, damit kannst du deinen Namen eintragen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du leserlich schreiben würdest und keine fremdartige Zeichen, bitte. Nee. Der Ruse Eiswind, der Name gefällt mir. Damit bist du nun ein Mitglied der Abenteuergilde von Kredania. Sieh dich um und fühl dich wie zu Hause. Ich bin sicher, du wirst hier sinnvolle und erfüllende Taten vollbringen. Darauf hat Kredania gewartet, noch so ein elender Glücksritter. Ach, diese Rassisten. Fang nicht schon wieder damit an. Kredania ist auf die Abenteurer angewiesen. Die älteste Saatseherin selbst hat uns darauf verpflichtet, sie willkommen zu heißen. Würdest du dich hier widersetzen? Natürlich nicht. Meine Pflicht ist es, die Ordnung in dieser Stadt aufrechtzuerhalten. An genau die Gefährten dieser Fremden, wenn du dich an die jüngsten Ereignisse erinnerst. Und du da, merkt es dir gut. Wenn du Ärger machst, schmeiße ich dich eigenhändig raus, und zwar im hohen Bogen. Ich bin doch nur ein Heiler. Mach dir nichts draus. Du musst wissen, kürzlich wurden verdächtige Gestalten im Wald der Einkehr gesichtet. Deswegen ist das Klageregiment etwas empfindlich, um es gelinde auszudrücken. Viele denken hier etwas engstirnig und misstrauen einem Fremden. Du weißt schon, aber gib den Leuten etwas Zeit, dann werden sie auch sich schon Vertrauen zu dir fassen. Bis dahin heiße ich dich in ihrem Namen willkommen. Möge die Kredania zur zweiten Heimat werden. Wenn du willst, sage ich dir gerne was es in unserer Stadt alles zu sehen gibt. Ich mag die Anfangsquests nicht, die sind einfach nur langweilig. Wohin packen wir den Stein? Mein Stein. Dein Vita, okay. Ich habe wahrscheinlich nichts. Ja, wir machen das Hauptquest, wir machen Klassenquest und dann Rest werden wir schauen. Hier und die Besitzerin des gleichnamigen Hexsterns. Das muss ich nicht lesen. Als offizielles Mitglied der Abenteuergilde solltest du dich auf jeden Fall in Kredania auskennen. Deshalb stelle ich die drei Aufgaben, die dich zu den wichtigsten Einrichtungen führen werden. Deine erste Aufgabe ist ein Besuch beim Ätheriten. Dieser massive Kristall steht in Neukredane, nördlich von hier. Du kannst ihn gar nicht verfehlen. Der Ätherit ermöglicht dir einen unmittelbaren Transport und ist somit eine unverzichtbare Hilfe im Leben eines Abenteurers. Wenn du den Kristall ausfindig gemacht hast, musst du lediglich dessen Oberfläche berühren. Ein Mitglied des Lagerregiments ist vor Ort, um dir weitere Anweisungen zu geben. Deine zweite Aufgabe ist ein Besuch bei der Gilde der Druiden. Es gibt keinen besseren Ort, um die Künste der Druiden zu erlernen. Sprich mit Medelle, sie wird dir die Vorzüge eines Gildenbeitritts erklären. Deine dritte und letzte Aufgabe ist ein Besuch der Märkte im Herzen von Alt-Kredanias Handelsbezirk. Dort findest du Waffen und Rüstungen sowie zahlreiche Gegenstände, die ein Abenteurer auf seinen Reisen benötigt. Es gibt auf den Märkten jedoch mehr zu tun, als Waren zu kaufen und zu verkaufen. Sprich mit Pase Montre und befolge seinen Rat. Er ist allerdings zuweilen ein etwas krantiger Geselle. Biete ihm daher am besten einen meiner hausgemachten Aalpasteten an. Wie so viele Männer ist er deutlich umgänglicher, wenn sein Magen gefüllt ist. Hier nimm dir seine Pastete. Ich muss mal einen Schluck trinken. Du hast deine Aufgabe erhalten, der Rosa. Möge Nofika dich auf deinem Weg begleiten. Eine Sache noch. Wenn du unterwegs auf Einwohner der Stadt triffst, die deine Hilfe benötigen, zögere nicht, ihnen zur Hand zu gehen. Ich bin mir sicher, sie werden hocherfreut, einen Abenteurer zu treffen, dem sie ihre Nöte anvertrauen können. Anfangs wird dir niemand weltbewegende Belange anvertrauen, doch mit jeder guten Tat wird dein Ruf wachsen und mit der Zeit wirst du wichtige Aufträge angeboten bekommen.
Außerdem empfehle ich dir, mit dem Lehrmeister zu sprechen. Er kann dir ein paar Tipps geben, um den Start ins Abenteuer zu leben, erleben zu erleichtern. Wie gesagt, die normalen Quests werden wir erstmal nicht machen. Ich hoffe, das passt so. Wenn nicht, werden wir Nebenquests annehmen, die werde ich aber nicht vorlesen. Zumindest nicht hier am Anfang, in den Addons dann ja, aber... Oder hier in der Stadt noch nicht. Ja. Dann sprechen wir kurz an. Geh weg. Geh weg. Ich brauche das nicht wissen, das ist alles nur Tutorial. Alles nur Tutorial. Und jetzt werden wir natürlich auch erstmal alle Ätheriten aktivieren. Ja, es stört schon ein bisschen für dich, dass man alles vorgesehen. Hallo Abenteurer, du scheinst zu beherzigen, was Mion dir aufgetragen hat. Ich bin Nikia vom Klageregiment. Soll ich dir zeigen, wie du den Ätheriten benutzt? Dieser Kristall ist ein Ätherit. In ihm fließt ätherische Energie, die wiederum mit dem Ätherfluss Eoteas verbunden ist. Mit Hilfe der Ätheriten kannst du sozusagen in den Ätherfluss eintauchen und augenblicklich an weit entfernte Orte gelangen. Auch die Magie des Teleports und der Rückführung, die auf deinen Erkundungen sicher häufig einsetzen wirst, beruht auf dieser Energie der Ätheriten. Es gibt sie so gut wie überall in Eosea. Wenn du außerhalb der schützenden Stadtmauern durch die Wildnis streifst, wirst du ihre Existenz schnell zu schätzen lernen. Du solltest dich auf Reisen allerorts zuerst nach Ätheriten umsehen und diese Berührung. Durch eine längere Berührung harmonisiert sich die Energie deines Körpers mit der des Ätheriten. Du kannst dich nur zu Ätheriten teleportieren, die du sofort berührt hast. Aber du brauchst nichts zu überstürzen. Besuche erstmal die Ätheriten in der Umgebung von Credania, einen nach dem anderen. Das würde sicher dein Abenteuerleben erleichtern. Falls du mehr über die Ätheriten und die Ätherreisen erfahren möchtest, bin ich gerne bereit, deine Fragen zu beantworten. Nee, ich habe keine Fragen. Danke. Ich will mal gucken, wie viel mich das heilt. Wie viel heilt Vita? 55, okay. Das. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier. Ich will, wie gesagt, alle Sachen harmonisieren, da bei der Waldläufer-Gilde ist einer. Dann nehmen wir mit. Dann kriegen wir nämlich. Ja, dann können wir uns halt zwischen der Stadt hin und her teleportieren, wenn wir das machen. Die Quest lassen wir, wie gesagt, erstmal links liegen. Wenn sie nötig sind, dann nehme ich sie an. Ich weiß es halt nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Gehen zuerst zur Druidengilde, würde ich sagen. Das hat sie uns da vorgeschlagen, jetzt machen wir das auch. Ja, das können wir auch hier machen. Druidengilde ist ja in Alt-Credania. Können wir dahin, dann machen wir das zuerst, dann gehen wir dahin. Dahin. Da holen wir auch mal die Post ab und dann gehen wir dahin und dahin noch. Ja, so machen wir das. Also passt das auch. Und dann schauen wir mal. So, Person, ich hab deine Alperstäte. Was nimmt sich ein Naseweiß von Abenteurer wie dir heraus, mich den Meister der Märkte anzusprechen? Mein Zeitwäsch würde jedem dahergelaufenen Möchtegern helfen, mein hart erarbeitetes Wissen anvertrauen, nur weil er die Frechheit besitzt, mich danach zu fragen. Ein Händler macht nichts umsonst, womit du zumindest eine Lektion von mir gelernt hast.
Solltest du doch zufällig ein schmackhaftes Geschenk für mich dabei haben, so würde ich mir dein Anliegen einmal durch den Kopf gehen lassen. Nun komm schon, was Mion dich hierher geschickt hat, verrät mir bereits der duftfrische Apastheke, der aus deiner Tasche aufsteigt. Gib's ihm schon her. Nee, friss dich tot, Junge. Diese luftige Teigkruste, einfach himmlisch. Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Pass gut auf, denn ich werde mich nicht wiederholen. Für einen angehenden Abenteurer wie dich gibt es alles Notwendige auf dem Palisade Sandermarkt und in der Ebenholzpassage. Wenn du vorhast, Monster zu erschlagen, dann zieh gut gerüstet mit qualitativ hochwertiger Rüstung und Waffe in den Kampf. Derartige Ausrüstung suchst du am besten auf dem Palisandermarkt, der sich nach Süden erstreckt. Kredanische Händler genießen einen guten Ruf und achten sehr darauf, diesen zu erhalten. Du brauchst also keine Angst haben, dass man dir fehlerhafte Ware unterjubelt. Wenn du Arznei und Gemischtwaren suchst, dann wirst du in der Ebenholzpassage fündig, die sich nach Norden erstreckt. Die Regale dahinter dort sind voll mit Waren aus der Handelsmetropole Ulda. Wenn du dort einkaufen gehst, dann bring lieber etwas Zeit mit. Soweit alles verstanden? Gut, wenn du etwas einkaufen willst, musst du zuerst den richtigen Händler finden. Bei ihm kannst du dich dann über die aktuellen Preise erkundigen. Mehr muss es dir erstmal nicht auf die Nase binden. Es führt eh kein Weg daran vorbei, dass du dir die Stände selbst ansiehst und deine eigene Erfahrung mit den Händlern machst. Ich will keine Questes mehr annehmen, danke. Ich hoffe, wir müssen die Nebenquests nicht machen. Die finde ich immer so langweilig in den Städten selber. Aber gut, notfalls nehme ich sie an, aber dann lese ich sie nicht vor. Ah doch, dann lese ich sie schon vor, aber mal schauen, ob wir sie überhaupt annehmen müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Später braucht man ja auch... Gut, später bin ich sowieso überlevelt, dann mache ich notfalls halt mal täglich meine Instanz offscreen. Eine random Instanz, die ihr schon kennt. Für den Levelaufstieg-Dungeon sozusagen. Dann sind wir auf jeden Fall gut bedient. Aber mal schauen. Hier kriegen wir dann auch Sachen, wenn wir Erfolge erfüllen. Ich will noch nach links, also hier will ich hin und dann noch dahin und dann zur Druidengilde. Hier können wir auch meine Post abholen. Okay. Das sollte passen. Das ist der Postbote, was hast du denn alles für mich? Ja, ich brauche mich zu wissen, alles. Okay. Annehmen. Annehmen. Ich kann es auch schon annehmen. Komm. Annehmen. 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 Und auch das noch annehmen. Und zu guter Letzt nehmen wir das an. Das sind die Ohrringe, die ich meine. Holt ab. Zweiter Attribut. Und das und das. Die geben natürlich noch nicht diesen Wert. Erst auf Max habe ich nämlich ganz stark an. Das wäre ja seltsam. Gut.
Schauen wir doch mal, wie sie das machen. So. So, dann tun wir das mal da. Wir sind jetzt bei Willenskraft 29. Ändert sich da was? Nee, es wird sogar niedriger. Okay. Frömmigkeit, ja. Und entschlossen. Okay. Ja, aber das wir kriegen ja 30% mehr EP. Es gibt noch 20% mehr Erfahrung, auch nochmal 20% mehr bis Level 10. Das wollen wir lernen. Das wollen wir lernen. Das wollen wir lernen. Das wollen wir lernen. Ach, das wollen wir lernen. Dass man immer warten muss. Ist ja nervig. Tase kann man ja mehr tun. Gibt es irgendwas anderes? Ne, ich glaube, das ist einfach ein Style-Objekt. Style-Objekte können wir mit reintun. Jetzt aber alles mal hier hin. Ist auch egal, wie die sortiert sind. Und ja, das ist was zum Benutzen. Das ist auch zum Benutzen. Das ist auch zum Benutzen. Nur die Waffen nutzen wir nicht. Tun wir das auch noch dahin und dann sind wir auch fertig und können weitermachen, Leute. Sorry dafür, aber wie gesagt, also gehört halt dazu für den Anfang. Und ja, wir werden ein bisschen länger spielen. Also der erste Part wird ein bisschen länger sein. Eine Stunde auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob wir die nächsten paar 20 bis 30 Minuten machen. Und dafür dann täglich oder aber stündlich, also Stundenparts und dafür 2 bis 3 Folgen die Woche. Ist am Ende egal. Also klar, die Stundenparts sind, hättet man mehr eine Woche von und würde für so ein Spiel auch besser sein. Ja, machen wir es so. Machen wir einen Stundenparts. Das ist in Ordnung. Kommen wir auch schneller voran. Ich meine, das letzte Add-on, also das Add-on, was jetzt als nächstes kommt, wird die Story ja sowieso beenden. Dann kommt eine neue mit dem ersten Patch oder beginnt eine neue Saga. Und wenn wir das erreichen wollen, dann sind wir gut beschäftigt, deswegen. Deswegen finde ich das in Ordnung. Wenn wir das so machen. Jetzt auch 50% mehr EP, 30% bis Stufe 80 und hier nochmal bis Stufe 10, 20. Das gäbe noch einen Ring, den man verdienen kann, der auch nochmal mehr EP gibt, aber ich glaube, den gibt es später erst. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Ach, jetzt habe ich mich nicht harmonisiert, oder? Das würde ich gerne. Ach, wir kommen ja sowieso auf den. Ah, egal. Egal. Du hast dich mit allen Städteterrieten. Bla bla bla. Dann kann ich mich jetzt auch an die. Ja. Nach draußen sozusagen teleportieren. Teleportieren. Jüngling, gut. Jetzt laber ich. Hallo, wir möchten mächtige Druiden werden. Dürfen wir das? Du suchst nach dem Geheimnissen der Druidenabenteurer? Dann bist du hier genau richtig. Sehr gegrüßt und willkommen bei der Gilde der Druiden. Kommst du auf Bitten von Mione? Ah, dann gebe ich dir am besten eine kurze Einführung in die Geschichte und grundlegende Arbeitsweise unserer Zunft.
Die Kunst der Druiden besteht im Manipulieren der Elementarenergie durch ein tiefgreifendes Verständnis der Natur. Unsere Magie beeinflusst unmittelbar die Lebenskraft eines Wesens und wir sind bekannt für unsere heilenden Zauber. Diejenigen mit einem Talent für das Leben des Äthers werden gewöhnlich als Magier bezeichnet und sie betreiben ihre Künste schon seit uralten Zeiten. Der Übergang zu einer formalen Ausbildung zum Druiden fällt jedoch mit der Gründung Kedanias zusammen. Ich rede nun von Ereignissen, die mehr als 550 Jahre zurückliegen. Da sie nicht von den Gebietern akzeptiert wurden, waren unsere Vorfahren gezwungen, unter der Erde in der Stadt Gelmora zu hausen. Aber sie waren nicht willens, ihren innigen Wunsch aufzugeben, inmitten der Zweige des Waldes der Einkehr zu leben. Und so suchten die Siedler nach Wegen, mit den Gebietern zu kommunizieren. Im Gegensatz zu unserer Eins und anderen Kreaturen bestehen Gebiete aus purem Äther. Somit waren Magier, die sich mit der Manipulation dieser Materie beschäftigten, in der Lage, eine Verbindung herzustellen. Nach 50 Jahren voller fehlgeschlagener Versuche erhielten die Magier einen Erfolg in der Verhandlung mit den Gebietern. Unsere Vorfahren, deren Anwesenheit nun toleriert wurde, wurde es gestattet, innerhalb des Waldes eine Siedlung zu errichten. Dies war die Geburtsstunde von Kredania. Von diesem Zeitpunkt an sprachen die Gebieter des Waldes durch unsere Magier zu uns. Die Elementare führten die Bewohner von Kredania mit ihrer Weisheit und lehrten unser Leben in Einklang mit der Natur. Sorry, wie so wie die Hustet, muss ich mal lachen. Aber ja. Und dank der geduldigen Anleitung durch die Gebieter erlangten unsere Magier mehr Kontrolle über die Elemente und besseres Verständnis der Essenz des Lebens. Dieses neue Wissen wurde eingesetzt, um die uralten Zauber zu verfeinern und neu zu formen, die nun als Kunst der Druiden bekannt sind. Ich hoffe, ich konnte die Gilde der Druiden ein wenig näher bringen. Solltest du den Wunsch verspüren, tiefer in diese Mysterien der Druidenkunst einzusteigen, dann lege ich dir nahe, unsere Gilde beizutreten. Ich kann mit deiner Einführung beginnen, wann immer du möchtest. Gib mir Bescheid, wenn du bereit für den ersten Schritt bist. Oh. Und hast du den Entschluss gefasst, der Druidengilde beizutreten? Ja, bitte. Verstanden, dann möchte ich dir gerne Esumian, den Leiter unserer Gilde, vorstellen. Er ist der Oberste der Seher, der erfahrenste unter uns Druiden, die mit den Gebietern des Waldes Rat halten und die Geschicke Kredanias lenken. Ich werde ihm deinen Entschluss mitteilen. Treff dich mit ihm bitte im hinteren Teil der Grotte. Ich muss dich jedoch darum bitten, innerhalb unserer Unterkunft die Stimme nicht zu sehr zu erheben. Du könntest dadurch meditierende Druiden um ihre Ruhe bringen. Ja, ist ja gut. Ach ja, wir können ja noch Begleiter und das Begleiterbullett. Und dann kommt die Fremdpuppe. Ein Abenteurer, ich bin sehr erfreut, dass dich die zwölf zu uns geleitet haben. Mein Name ist Esumian und ich versuche diese Gilde zu leiten, so gut ich kann. Du bist zu uns gekommen, um dein Wissen als Druide zu vertiefen? Dann würde ich sogleich damit beginnen, dir etwas über unser Tun zu erzählen. Wir Druiden praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur, um die Umgebung unserem Willen entsprechend zu verändern. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Sie können aber auch zerstörerische Kräfte entfesseln. Alle unsere Zauber funktionieren jedoch nach einem und demselben Prinzip. Druiden erlernen bei uns zuallererst ihr Umfeld zu verstehen. Wer begriffen hat, welche Kräfte der ihn umgebenden Natur innewohnen, der vermag sich diese auch zunutze zu machen. Die nutzt dabei der Macht der Elemente Erde, Wind und Wasser. Aus diesen Elementen lassen sich mit ausreichend Training magische Geschosse formen, mit denen man sich seiner Feinde erwehren kann. Wenn du lange genug bei uns bleibst, wirst du nicht nur das Heilen von Wunden, sondern auch von Flüchen, Vergiftungen und Krankheiten erlernen. Irgendwann wirst du sogar zu Boden gegangenen Kameraden auf die Beine helfen. Druiden darfst du dir nicht als bloßer Heiler oder Zerstörer vorstellen. Wir unterstützen unsere Verbündeten mit Hilfe unserer Magie aus unterschiedlichster Art und Weise. Nun schaust du mich an wie alle Abenteurer vor dir, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe. Sorge dich nicht.
Du hast viel Zeit, um meine Worte verstehen zu lernen. Sei dir nur darüber im Klaren, dass die Kraft der Natur nicht dir alleine zusteht. Wenn du dir die Kraft der Natur zunutze machst, dann tue es für das Allgemeinwohl und nicht nur für dich selbst. Versprich mir, dass du als Mitglied unserer Gilde auf die Natur hören und niemals weder deine Pflichten noch das Training vernachlässigen wirst. Natürlich lebe ich im Einklang der Natur. Eine weise Entscheidung. Ich, Isumian, heiße dich, die Rosa, hiermit herzlich als Mitglied in der Druidengilde willkommen. Ich möchte dich nun einem kleinen Test unterziehen, um herauszufinden, wie bewusst du deine Umgebung wahrnimmst. Außerhalb der Stützen und Stadtmauern gibt es Marienkäfer, Baumhörnchen und Forstfungi. Ich möchte, dass du jeweils drei von ihnen nur zwingst. Diese harmlos aussehenden Wesen schädigen die Bäume und verhindern, dass sich der Wald von den Schäden der 7. Katastrophe erholen kann. Atme tief ein, wenn du im Wald bist, und öffne deine Augen für das Unsichtbare. Spüre die schier unerschöpfliche Lebensenergie, die uns überall umgibt. Mit Hilfe dieser Energie wirst du deine Zauber wirken und den Bestand der Monster auf eine für den Wald annehmbare Zahl verringern. Geh nun und erfülle deine Pflicht als Mitglied der Druidengilde. Alles klar, Papi. Reden wir noch mit Mione? Ja, ne? Gibt es nur 400 Erfahrung? Ja, machen wir doch. Komme ich mit Level 3 zurück. Obwohl, wir können auch erstmal uns um die Marienkäfer und so weiter kümmern. Ich glaube, dafür gehen wir am besten hier. Oder? Nein, das ist falsch. Nee, hier ist richtig. Okay. Dann wollen wir mal. Komm her, du Marienkäfer. Ich bin ein Schamane, der sich als Druide verkleidet hat, weil er kein Schamane spielen kann. Oh, das gibt gute Kill. Aber wir haben auch einen Bonus von 52%. Oder 55%. Ja. Hier so, hier so. Das Bestiarium haben wir auch noch nicht, dann können wir auch noch mal ein bisschen leveln. 4 Mana verbraucht es allerdings nicht, oder? 400, okay, doch, das verbraucht einiges an Mana, aber wir regenerieren auch relativ schnell. Allein schon durch das Kill-Level. Ich sagte, wir haben allein durch das Kill-Level ab. Den töten wir noch und dann gehen wir zum anderen Bereich, da dürfen die anderen sein. Oder sind die hier weiterhin? Ich kann mal gucken, weil mir anzeigt, dass sie sein. Ah, die sind weiterhin. Okay. Wieder hier raus, beziehungsweise da rein und dann passt das schon. Dann machen wir noch die beiden Quests und dann war es das für den ersten Part. Teleportieren wir uns auch noch zur anderen Sache. Wir waren jetzt bei der Blauschattenpforte, ne? Gelbschlangenpforte und jetzt Blaulachs. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay. Na dann. Wo seid ihr denn hier, Fungis? Ich sehe euch nicht. Da sehe ich euch. Da wollen wir euch doch mal töten. Weil ihr zerstört die Bäume. Das kann ich nicht zulassen. Ich als Bornliebhaber. Der größte Bornliebhaber, den die Welt hier gesehen hat. Und dann können wir die Druiden-Quest ab, weil dann können wir erst ab Level
5 kriegen wir dann, glaube ich, die nächste Quest. Mal schauen, wo wir das machen. Vielleicht kriegen wir das Beste auch mal ganz sofort. Dann kann man das nämlich auch mal uns leveln am nächsten Part. Ich glaube, wir haben auch noch EP. Also nicht alles natürlich machen, aber ein bisschen. Also das nehme ich halt noch Nebenquest an, wenn das sich ausrechnen sollte. Das Gute an denen ist, die werde ich nicht vorlesen. Das ist mir zu... Also Credania, die sind halt belanglos. Belanglos, sage ich euch. Ja, dann gehen wir zuerst zur Abenteuergilde. So wird es das Gesetz, wenn wir gerade hier sind. Können wir auch zuerst dahin gehen. Abgeben. Vielleicht haben wir schon eine neue Quest. Vielleicht auch noch nicht. Hallo, schön dich zu sehen. Hast du deinen Rundgang durch die Waldstadt beendet? Die drei Orte, die du besucht hast, werden dir eine wichtige Rolle in deinem Leben als Abenteurer spielen. Hast du dir auch die Zeit genommen, den Bewohnern der Stadt mit ihren Problemen zuzuhören? Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig die kleinen Taten für eine große Karriere sind. Schließlich musst du zunächst Erfahrung sammeln, bevor du das Schicksal Eoseas prägen kannst. Das machen wir, da braucht keine Sorgen. Level 4, okay, kriegen wir gleich. Das kriegen wir gleich. Wenn wir die noch abgegeben haben, dann sind wir Level 4. Dann können wir direkt die Hauptquest weitermachen. Druidengilde. Und dann schauen wir mal. Ob wir hier direkt noch eine weitere Quest bekommen. Willkommen zurück, wie ich sehe, hast du deinen ersten Auftrag unbeschadet überstanden. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg des Druiden getan, indem du dem Wald mit der animistischen Magie geholfen hast. Wir heilen, erteilen göttlichen Schutz und manchmal zerstören wir für einen guten Zweck. Darüber, wenn es richtig ist zu zerstören, tagt der Rat der Seher mit den Gebietern, den Naturgeistern des Waldes. Und eine solche Entscheidung wird niemals leichten Herzens gefällt. Da bist du nicht der Erste, der mich so erstaunt anguckt. Du musst wissen, dass wir Druiden viel Einfluss in Credania haben und somit eine große Verantwortung auf unseren Schultern lastet. Doch zuerst wollen wir uns auf eine persönliche Ausbildung als Druide konzentrieren. Deine persönlich. Bitte nimm dieses Bestiarium an dich. Darin findest du den Namen von Kreaturen, die eine geeignete Herausforderung für Druiden darstellen. Es gibt viele Wege, die animistische Magie zu meistern, aber wann immer du auf der Suche nach Führung bist, solltest du einen Blick ins Bestiarium werfen. Tu nun das, was du bereits im Wald getan hast. Atme tief ein und spüre die dich umgebende Energien. Dann nimm den Stab und fokussiere die magische Energie darin. Mit Hilfe einer solchen Druidenwaffe wirst du fortan deine Zauber weben. Du brauchst noch etwas Übung. Komme wieder, wenn du ein besseres Gespür für dich, die dich umgebende Energie entwickelt hast. Okay. Und damit sind wir auch Level 4. Wind. Okay. Machen wir das so. So. Und dann so. Okay. Ja, Leute. Das war's für den ersten Part von Final Fantasy XIV. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt. Also bis dann. Tschüss.